Ich werde Ihnen in der folgenden Dreiviertelstunde mehrere Angebote machen, so möchte ich es verstanden wissen. Also ich werde zunächst die ökologische Situation skizzieren und dafür plädieren, dass sie sich durch eine besondere Tragweite auszeichnet und dass diese Tragweite mit dem Begriff des Anthropozäns, das haben wir gestern schon gehört, in geeigneter Weise markiert werden kann. Und dann werde ich Ihnen eine Problemdiagnose anbieten, nämlich, dass das Anthropozän vor allem als ein kulturelles Problem zu verstehen ist und dass entsprechend auch auf dieser Ebene reagiert werden muss. Also wenn wir danach fragen, wie eine sozioökologische Transformation aussehen könnte, sollten wir uns zumindest nicht allein auf die technische Dimension fokussieren, sondern auch unsere Lebensform in den Blick nehmen. Und vor diesem Hintergrund werde ich dann drittens vorschlagen, dass die Kultivierung eines ganz bestimmten Gefühls, nämlich Trauer, eine wichtige Ressource für eine Rekonfiguration unseres Verhältnisses zur Natur, aber auch zu uns selbst sein kann und dass somit letztlich unsere Lebensform verändert werden kann. Also zum ökologischen Stand der Dinge. Vorweg, also die Rede vom Anthropozän dient mir vor allem als diagnostisches Besteck. Also das ist ja so zunehmend auch ein Modebegriff in den Geistes- und Kulturwissenschaften und da gibt es auch jede Menge kritischer Anmerkungen dazu. Aber ich glaube, es gibt bislang keinen geeigneteren Begriff, um die Trag- und Reichweite menschlicher Intervention in das Erdsystem zu fassen. Und dieser Begriff ist einfach ungemein produktiv, zum Beispiel für die Frage nach dem Mensch-Natur-Verhältnis. Also was ist das Anthropozän überhaupt? In der Idee des Zeitalters des Menschen, das heißt es ja, lassen sich die diversen ökologischen Krisen der Gegenwart bündeln und auf den Punkt bringen. Und erstmal steht der Begriff Anthropozän für einen geophysikalischen Befund. The term Anthropocene suggests that the Earth has now left its natural geological epoch, the present interglacial state called the Holocene. Human activities have become so pervasive and profound that they rival the great forces of nature and are pushing the Earth into planetary terra incognita. Also wir haben hier eine empirische Situationsbeschreibung. Zusammengefasst, der Mensch ist zum prägenden Einflussfaktor auf dem Planeten Erde geworden. Er ist quasi eine Naturgewalt geworden und das ist neu. Menschen haben immer schon, da haben wir gestern sehr viel drüber gehört, in natürliche Abläufe eingegriffen. Also spätestens seit der Neolithischen Wende, auch in durchaus größerem Ausmaß. Aber die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zeichnet sich durch eine besonders rasante Zunahme von Wirtschaftswachstum, Ressourcenverbrauch und auch Abfallproduktion aus. Man spricht hier von der sogenannten großen Beschleunigung, einer Zeit, die immer noch anhält. Und der Klimawandel ist dabei nur eine von vielen Dimensionen, wenn auch die, die momentan am prominentesten wahrgenommen und diskutiert wird. Also der Gehalt von CO2 und auch anderen klimawirksamen Gasen in der Erdatmosphäre hat sich seit der industriellen Revolution einfach drastisch erhöht und daraus resultiert dann aufgrund des Treibhauseffekts, Sie alle kennen diese Kurven, die dann so auffällig korrelieren, daraus resultiert dann ein Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur. Derzeit liegen wir bei über einem Grad, die genauen Zahlen variieren, aber die Auswirkungen bekommen wir schon jetzt zu spüren, also Extremwetterereignisse, Schmelze von Eisschildern, Schilden, Gletschern, Permafrostböden, Verlust von Biodiversität, das sind dann die mittelbaren Konsequenzen, Ernteausfälle, Ausbreitung von tropischen Krankheiten. Dazu kommen soziale Folgen wie Fluchtbewegungen, Verteilungskämpfe, Verschlechterung der mentalen Gesundheit. Also die Szenarien für über 2 Grad lesen sich, selbst wenn man diese nüchternen Berichte des Weltklimarats liest, eigentlich wie das Skript für einen Katastrophenfilm. Wie drastisch der Einfluss auf die Erde als Gesamtsystem ist, lässt sich, finde ich, ganz eindrücklich an der Verschiebung der Eiszeitzyklen ablesen. Das sind die sogenannten Milankovitch-Zyklen. Die werden eigentlich verursacht durch die natürlichen Schwankungen der Umlaufbahn der Erde um die Sonne. Und durch die Erwärmung werden diese wahrscheinlich auf mehrere hunderttausend Jahre hin verzögert. Also die menschliche Aktivität verschiebt die nächste Eiszeit. Aber auch auf anderen Ebenen ist unser Einfluss enorm. Luft, Böden und Gewässer werden mit nicht abbaubaren und toxischen Stoffen belastet. Mikroplastik wird selbst in den entlegensten Gegenden gefunden, in Organismen, damit auch in Nahrungsketten. Und wenn die Rede davon ist, dass der Mensch das Antlitz der Erde verändert habe, dann ist das ganz wörtlich zu nehmen. Flussläufe werden verändert, Bodenflächen versiegelt.
Weltweit werden durch menschliche Aktivität mehr Sand und Stein bewegt als durch alle natürlichen Prozesse. Die Zusammensetzung der Böden verändert sich. Also Plastik, Beton, aber auch radioaktiver Fallout. Und schließlich hat der Mensch auch enorme Auswirkungen auf andere Lebewesen und deren Entwicklung. Er greift ja bewusst oder oft auch unbewusst in die evolutionären Prozesse ein, durch die Verlagerung von Tieren, Pflanzen, Krankheitserregern um die ganze Welt, durch die Veränderung und Zerstörung von Lebensräumen oder die Erhöhung evolutionären Drucks, etwa durch den Gebrauch von Pestiziden, Antibiotika und genetisch veränderten Organismen. Die Biodiversität geht drastisch zurück. Also zum einen ist die Aussterberate von Arten stark erhöht, aber auch, und das frage ich normalerweise auch immer, jetzt hat es der Kollege gestern schon getan, die Population wildlebender Tiere schrumpfen drastisch. Also wir hatten schon gehört, wildlebende Tiere machen nur noch 3% der Biomasse des Planeten aus. 97% sind wir Menschen, der Rest ist Nutzvieh. Zusammengenommen ergibt sich also eine beispiellose, also in der Erdgeschichte beispiellose Umweltveränderung. Auf den Punkt gebracht, es gibt keine unberührte Natur mehr und damit kollabiert quasi die Natur-Kultur-Unterscheidung. Es sind nicht mehr nur einzelne Landschaften oder Ökosysteme, die verändert oder gestört wurden, sondern die Erde als komplexes, dynamisches Ganzes. Mit dem Anbruch des Anthropozäns ist also eine Schwelle überschritten. Deswegen wäre es auch eigentlich besser, nicht von einer einfachen Änderung zu sprechen, sondern von einem wirklichen Bruch. Das Anthropozän ist eben auch eine Krisendiagnose. Denn diese Schwelle, darauf haben Eva Horn und Hannes Bergthaler in ihrer sehr empfehlenswerten Einführung hingewiesen, diese Schwelle besteht, Zitat, aus nichts Geringerem als den ökologischen Grenzparametern des Holozäns, also dieser Periode seit der letzten Eiszeit, unter denen, Zitat, alles entstanden ist, was wir heute als menschliche Zivilisation betrachten. Sesshaftigkeit, Ackerbau, staatliche Strukturen, Städte, Schrift. Und dieser stabile und bewährte Rahmen wird preisgegeben, dieser Rahmen für die Organisation und Gestaltung menschlichen Lebens. Und dieser Rahmen lässt sich nicht einfach beliebig verschieben. Und dass das nicht geht, wird mit der Idee der planetaren Grenzen ganz gut auf den Punkt gebracht. Das Konzept wurde von dem Resilienzforscher Johann Rockström und seinem Team 2009 erstmal ins Spiel gebracht. Und er verdeutlicht recht anschaulich, auch wenn ich jetzt nicht auf die einzelnen Teile eingehen kann, dass es diese Zone sicheren Handlungsspielraums für die Menschheit gibt. Das ist der grüne Bereich überraschenderweise. Und dass sozusagen dahinter gibt es Unsicherheitszonen, auch weil man nicht immer unbedingt weiß, wo die Grenzwerte eigentlich liegen. Die kann man sehr schlecht oft im Vorhinein definieren. Und dahinter wird es tatsächlich nicht sicher. Also jenseits dieser Safe Operating Zone ist die Sicherheit des Menschen gefährdet. Da ist jetzt natürlich noch keine zwingende Prognose gegeben, dass die Menschheit hinter sozusagen beim Überschreiten ausstirbt. Was aber vollkommen klar ist, ist, dass die gesellschaftlichen Auswirkungen drastisch sein werden. Und damit trägt dieser wissenschaftliche, empirische Befund, ähnlich wie eine medizinische Diagnose, schon einen Aufruf zum Handeln in sich. Also die Empirie hat sozusagen schon einen normativen Zug. Selbst wenn man davon ausgeht, dass es einigen Menschen vielleicht auch aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit gelingen wird, zu überleben, ist dieses Szenario einfach mit Konsequenzen verbunden, die alles andere als wünschenswert sind. Zumindest dann, wenn man sowas wie eine ethische Minimalforderung wie Leidvermeidung annimmt. Also und dieser normative Anspruch verstärkt sich nochmal natürlich, wenn man auch andere Lebewesen, nichtmenschliche Lebewesen mit einbezieht, die ja ebenfalls massiv betroffen werden sein und also auch schon sind. Also es ist dringend geraten und ich würde sagen auch moralisch geboten, nicht weiter so zu machen wie bisher. Wir müssten ganz schnell, also wirklich unverzüglich tiefgreifende Veränderungen in allen Bereichen des Lebens vornehmen. Landwirtschaft, Mobilität, Energie, Wohnen, Konsum. Wir sind bereits im Anthropozän angekommen, also gewissermaßen ist es zu spät, aber viel Schlimmes wäre noch abzuwenden. Der Konjunktiv deutet es bereits an. Das ist jetzt nicht der Pfad, auf den wir uns als globale Gemeinschaft befinden. Für den Ausstoß von Treibhausgasen ist das besonders gut untersucht. Also es gibt Ankündigungen, es gibt völkerrechtlich bindende Abkommen, aber ja, so richtig viel tut sich nicht. In den letzten Jahrzehnten ist kein groß angelegtes Umsteuern erfolgt. Im Gegenteil, seit 1990
sind die Treibhausgasemissionen um ganze 60% gestiegen. Und die Abholzung des Regenwaldes, der ja eine sehr wichtige Kohlenstoffsenke ist, schreitet weiterhin rapide voran. Mujib Latif, einer der führenden Klimaforscher Deutschlands, bringt es auf den Punkt: Der Umgang der Menschheit mit der Klimaproblematik ist völlig inakzeptabel. Und eine ähnliche Reaktion oder auch Nichtreaktion, würde ich eher sagen, lässt sich ja für die anderen ökologischen Teilkrisen verzeichnen. Und das, obwohl seit Mitte der 60er ein wachsendes öffentliches Bewusstsein ja durchaus entstanden ist, ein ökologisches grünes Bewusstsein. Aber diese Wende hin zu einer nachhaltigen Lebensweise scheint sich ganz offensichtlich nicht einfach aus dem Wissen über die Fakten zu ergeben. Die Ausbeutung von Ressourcen, die Emission von Treibhausgasen, Eingriff in Lebenswirkungen hat Auswirkungen, die ja langfristig massiv schädigend sind, gelinde gesagt, das war absehbar. Aber es wurde ein kultureller Pfad eingeschlagen, der sich an Wachstum und Konsumismus orientiert und auf der Nutzung fossiler Energien basiert. Und diese Folgen dringen auch nach und nach in die menschliche Erfahrungswelt ein. Trotzdem bleibt die Transformation aus. Also wieder besseren Wissens und nicht, weil es uns an Wissen fehlt, werden die materiellen Grundlagen von allem Leben, also allem Leben, das an die Bedingungen des Holozäns eingestellt ist, zerstört. Damit steuert die Menschheit auf einen selbsterzeugten und weitgreifenden Ökozid zu. Wir befinden uns also in einem Zustand, den man mit Jonathan Safran Foer als Knowledge without Belief bezeichnen könnte. Wir wissen um die Fakten, passen unsere Praktiken aber nicht an. Der bengalische Autor Amitabh Ghosh spricht in diesem Zusammenhang von einer großen Umnachtung. Mich auch sehr schön. Oder Bruno Latour, der französische Soziologe, spricht von einem Wahn, in dem wir uns alle befinden. Psychologisch würde man vielleicht von einer kognitiven Dissonanz sprechen. Was sind nun die Faktoren, die diesen Zustand begünstigen und stabilisieren? Ein ganz großes Cluster bildender psychisch-kognitive Disposition, die dafür sorgen, dass diese Krisenphänomene, die ich gerade dargestellt habe, tatsächlich ein schwieriger Gegenstand für die menschliche Wahrnehmung sind, also sowas wie schon eine biologische, evolutionäre Verdrahtung und auch für unsere Informationsarbeit, Verarbeitung. Also es ist ein ganz weit verbreiteter Topos im Umweltdiskurs, dass Menschen einfach evolutionär nicht dafür ausgestattet sind, mit Problemen dieser Art umzugehen oder sie auch nur wahrzunehmen. Was heißt das? Also eben viele der ökologischen Veränderungen, Artensterben, Bodenerosion, sind gewissermaßen unsichtbar erstmal für uns. Also sie liegen oft im mikroskopischen Bereich. Die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre oder von Gewässern und Böden ist nicht unmittelbar beobachtbar. Und diese Phänomene sind auch oft sehr komplex. Also Timothy Morton nennt das Hyperobjekte. Der Klimawandel kommt nie als Ganzes in den Blick oder wird erfahrbar. Es sind immer nur kleine Ausschnitte, Teilphänomene. Als Ganzes entzieht sich der Klimawandel im Prinzip der Erfahrung, er bleibt immer so ein bisschen abstrakt oder diffus. Und auch ein großer Faktor ist der schlichte Entzug aus der alltäglichen Lebenswelt. Zumindest verschleiert das so ein bisschen die Situation. Also bestimmte praktische Bezüge, etwa zum Verlauf der Jahreszeiten, die sich ja auch massiv verschieben, haben für viele Menschen keine direkte lebensweltliche Relevanz mehr. Und deswegen fallen sie sozusagen auch aus dem Fokus von Interesse und Aufmerksamkeit. Das Stichwort ist hier Entfremdung. Viele Prozesse bleiben auch unbemerkt, weil sie einfach nicht mit der menschlichen Zeitskala und der Zeitwahrnehmung übereinstimmen, weil sie sehr, sehr langsam für Menschen ablaufen. Es stellt sich dann eine schleichende Normalität ein, eine Art Gewöhnungseffekt. Also ein typisches Phänomen ist da die Landschaftsvergesslichkeit, so nennt man das. Der Schwund von Gletschern oder Wäldern wird nicht bemerkt, deswegen auch nicht als alarmierend empfunden, weil er an menschlichem Zeitempfinden ganz allmählich geschieht. Aber diese unterste wahrnehmungspsychologisch-evolutionäre Ebene muss meines Erachtens im ganz engen Zusammenhang mit dem zweiten großen Cluster gedacht werden. Insbesondere die Umweltethik hat von Beginn an auch auf die kulturell-ideologische Ebene hingewiesen, um eben an die Gründe heranzukommen, warum Menschen sich so ausbeuterisch und destruktiv gegenüber ihrer Umwelt verhandeln. Also als Ursache dieser schädlichen Praktiken und auch von Denk- und Handlungsblockaden etwas zu ändern, wird immer wieder auf die Mensch-Natur-Verhältnisse verwiesen. Also wie setzt sich der Mensch zur übrigen Natur in Beziehung?
Das ist quasi sowas wie ein Dauerbrenner in der Umweltethik. Also, und da werden insbesondere zwei ineinander spielende Aspekte kritisch diskutiert. Die kategorische Opposition von Mensch und Natur und die Zuweisung einer moralisch exklusiven Sonderstellung des Menschen. Also wenn man den Menschen von der übrigen Natur abtrennt, dann wird die Natur potenziell Gegenstand der Ausbeutung. Und so dualistische Vorstellungen suggerieren ja eine menschliche Ausnahmestellung gegenüber der übrigen Natur. Und dann ergibt sich die Tendenz, darüber hinwegzusehen, dass der Mensch ja auch ein Naturwesen ist, selber Teil der Natur und abhängig von der Natur. Begünstigt wird eben auch das, was man dann einen moralischen Anthropozentrismus nennt. Nur dem Menschen kommt ein Wert an sich zu und alle nichtmenschlichen Entitäten, also Tiere, Pflanzen, Ökosysteme oder die Natur selbst, haben nur einen abgeleiteten Wert, also nur von den Interessen und Werten der Menschen abgeleitet. Der Philosoph Richard Routley hat dies als grundlegende Einstellung der traditionellen westlichen Ethik herausgestellt und scharf kritisiert. In einem Gedankenexperiment, dem Last Man Scenario, zeigt er, zu welchen Konsequenzen dieses Prinzip führt. Also stellen Sie sich vor, den letzten lebenden Menschen auf der Erde. Wenn jetzt nur der Mensch und seine Interessen moralisch berücksichtigt werden und eine Rolle spielen, so wäre es vollkommen unproblematisch, jedes verbleibende andere Wesen und auch Ding zu eliminieren. Und das nennt Routley jetzt menschlichen Chauvinismus. Ein Begriff, der heute viel verwendet wird, ist Speziesismus, also sozusagen menschlicher Chauvinismus. Und diese Einstellung, wenn nur noch ein Mensch da ist und der sagt, alles andere kann vernichtet werden, weil es nicht mehr sagen, in meinem Interesse ist. Das ist das Gedankenexperiment zeigt, dass das irgendwas mit dieser Logik nicht ganz stimmen kann. Also das ist dann doch irgendwie moralisch beunruhigend und widerspricht unseren Intuitionen. Also in diesem klassischen Rahmen ist es ziemlich schwierig, Gründe dafür anzugeben, warum die Abholzung von Regenwäldern oder die extensive Jagd auf Wale moralisch nicht richtig sein könnte. Also das Bestreben der Umweltphilosophie ungefähr seit den späten 60ern ist es eine neue Ethik, eine, die eben nicht chauvinistisch vorgeht, zu entwerfen. Und das große Projekt ist das einer Erweiterung der Moral Community, also derer, die wir moralisch berücksichtigen müssen. Die Versuche reichen dabei von der Eingemeindung aller leidensfähigen Wesen. Also Pathozentrismus, das ist das Gelbe, das ist auch, würde ich sagen, schon eigentlich sehr gut, also das ist aber schon wie die Standardposition, so weit sind wir schon, bis hin zu einer umfassenden moralischen Berücksichtigung der ganzen Natur, also holistische Position, das ist sozusagen das andere Extrem. Die Mensch-Natur-Verhältnisse lassen sich nun aber wiederum zurückführen auf bestimmte umfassendere Weltanschauungen oder Ideologien, könnte man auch sagen. Ein ganz hochgehandelter Kandidat ist hier die christliche Religion. Also der Ursprung dieses chauvinistischen Anthropozentrismus und der moralischen Blindheit gegenüber der Natur wird häufig der jüdisch-christlichen Tradition zugeschrieben. Also die hemmungslose Ausbeutung der Natur wird zurückgeführt auf die Genesis-Erzählung. Natürlich nicht sagen nur, aber sozusagen ursprünglich. Also dem biblischen Herrschaftsauftrag und der übrigens nicht biblischen Idee des Menschen als Krone der Schöpfung. Andere ideologische Einflüsse, die in der Debatte als schädlich angeführt werden, sind ein übersteigerter Humanismus, der aber auch eigentlich nur eine Ableitung des christlichen Anthropozentrismus ist, oder Fortschrittsoptimismus oder ganz eng damit zusammenhängend das Paradigma des Wachstums, was manche Autorinnen auch schon in den Rang einer Zivilreligion erheben. Von da aus ist es nicht mehr weit zu dem Hinweis auf den Kapitalismus, der ja auch einer der Hauptgegenstände der ökologischen Ideologiekritik ist. Aber zu sagen, das Christentum oder der Kapitalismus seien schuld, scheint mir dann auch wieder zu einfach. Weil auch damit wird eine gewisse Externalisierung vorgenommen. Es hat dann nicht so wirklich unmittelbar mit uns was zu tun. Und ich würde sagen, es lenkt ein bisschen davon ab, dass wir das Problem sind. Und ich halte diese Einsicht für ganz zentral. Das stellt eine Wende in der Problemauffassung dar. Denn zu sagen, dass wir das Problem sind, bringt zum Ausdruck, dass wir es nicht
nur mit einer reinen Informations-, Motivations- oder Empathielücke zu tun haben, sondern wir ein richtig fundamentales Problem haben, weil es um nichts weniger geht als um unsere eigene Identität und um unsere Selbstwahrnehmung. Und damit bekommt die Unfähigkeit oder auch vielleicht der Unwille, die ökologische Realität des Anthropozäns anzuerkennen, eine tiefere Funktion. Sie ist dann nämlich im doppelten Sinne Selbstschutz. Auf einer ersten Ebene ist das Verdrängen natürlich Abwehr einer unliebsamen Information. Also ganz wesentlich Emotionsmanagement. Die Fakten sind einfach schwer zu ertragen emotional. Also, dass unser Planet sich in drastischer Weise negativ verändert, kann uns ja als BewohnerInnen nicht kalt lassen, weil es geht uns an Leib und Leben. Und insofern dient dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen insbesondere der Reduktion von Angst. Aber auch Unsicherheit, Scham, Schuld spielen eine Rolle. Aber auf einer zweiten Ebene sind die Informationen auch deswegen verstörend und werden deswegen verdrängt, weil sie eine Bedrohung für unsere Identität darstellen. Sie fordern unsere gegenwärtige soziale Ordnung und unsere individuellen wie auch kollektiven Identitäten heraus. Realitätsverweigerung dient also dem Identitätsschutz. Zu benennen, dass wir das Problem sind, weist also auf eine sehr hohe reflexive Hürde hin. Wir müssten eine kritische Distanz zu unseren eigenen Praktiken und Denkmustern einnehmen. Und das ist schon in epistemischer Hinsicht schwierig, weil wir gewissermaßen in unsere Lebensform ja verstrickt sind. Ich finde, Michael Hampe hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Er schreibt, Lebensformen sind keine Vereine, die man, wenn einem die ganze Entwicklung nicht mehr passt, einfach wieder verlassen kann, indem man den Mitgliedsausweis beim Kassenwart zurückgibt. Wir werden ja in den Kollektiven geboren, entwickeln uns in ihnen und glauben und hoffen, was in ihnen geglaubt und erhofft wird. Denken, wie wir in ihnen zu denken lernen. Erst später im Leben dämmert dem einen oder anderen, nicht vielen, dass etwas schief laufen könnte, das nicht richtig gedacht, geglaubt und gehofft wird. Also der entscheidende Punkt ist, dass die Lebensformen, an denen wir teilhaben, wirklichkeits- und auch normalitätskonstituierend sind. Also sie strukturieren vor, was und wie wir wahrnehmen und die Welt einteilen. Sie stellen das Hintergrundframing dar für das, was wir für richtig, angemessen oder eben normal halten. Dafür, wie wir Dinge bewerten und welchen Umgang wir für angemessen halten, welche Praktiken also akzeptabel sind und welche nicht. Und schließlich umreißen sie den Möglichkeitsraum des Denk- und Fühlbaren und damit also den Raum dessen, was geglaubt werden kann. Umgekehrt stabilisiert das, was wir tun, auch diese Interpretationsmuster. Also was wir tun, erschafft eine Wirklichkeit, die immer wieder unsere Vorstellung bestärkt. Und damit befinden wir uns in einer epistemisch-praktischen Feedback-Schleife. Also wir kommen da sozusagen nicht einfach raus. Und schließlich müssen wir auch die unbequeme Tatsache anerkennen, dass wir, wenn man so möchte, Komplizen der Umweltkrise sind. Wir sind in sie verstrickt. Auch das ist eine Hürde. Und hier kommt nun die Trauer ins Spiel. Erfahrungen von Verlust und Trauer können disruptiv sein. Sie wirken dann quasi als Normalitätsbrecher. Sie lassen uns stolpern, innehalten und eröffnen uns damit die Möglichkeit zu einer kritischen Bewertung des Gewohnten. Also sie können eben Anlass zu einer Reorientierung werden. Eine solch disruptive Erfahrung beschreibt zum Beispiel die australische Soziologin Danielle Sellermeyer. Sie lebt auf einer Farm mit sehr, sehr vielen Tieren, unter anderem einem Schweinepaar im australischen Outback. Im Sommer 2019/20 wüten massive Buschfeuer, die waren auch bei uns sehr groß in den Medien. Die großflächig wird Wald vernichtet und nach Schätzung werden etwa 3 Millionen Tiere getötet. Sellermeyer berichtet in ihrem Buch Summertime, wie die direkte verkörperte Begegnung mit der Gewalt des Feuers und der Zerstörungskraft die Alltagsrhythmen brutal unterbricht und ihre Beziehung zur Natur verändert. Sellermeyer erfährt die Vernichtung von Lebensraum und das Sterben und Leiden von Mitlebewesen, unter anderem von denen, die überleben. Also dass die beiden Schweine waren, es waren 2 Schweine, es war ein Paar und das eine Schwein stirbt im Feuer, das andere überlebt und ist dann völlig verändert. Das beschreibt sie sehr ausführlich. Diese Erfahrungen greifen auch wesentlich auf die Zukunft auf, denn es ist eine Vorahnung für sie des Massenaussterbens, das vor keinem Wesen
Halt machen wird. Deswegen auch der Untertitel Reflections on a Vanishing Future, Reflexionen auf eine verschwindende Zukunft. Obwohl unsere Erfahrungen also prinzipiell immer kulturell imprägniert sind und bestimmten Deutungsmustern unterliegen, können sie zumindest potenziell auch Deutungsmuster anfragen und aufbrechen. Gerade extreme Erfahrungen zeichnen sich oft durch solch eine Widerständigkeit aus. Sie legen sich dann quer zu dem, was wir gelernt haben, zu unseren Interpretationen und drängen so ein bisschen darauf, dass wir unsere Interpretationsrahmen befragen und letztlich vielleicht auch unsere Haltungen und Handlungen modifizieren. Dass das nicht automatisch passiert, lässt sich am Beispiel der bereits angekündigten 14 Millionen Nerze, die gesamte Population dänischer Pelzfarmen, ablesen, die während der Pandemie ab November 2020 prophylaktisch getötet wurden. Sie alle kennen diese Bilder, das ist nicht das drastischste Bild. Als diese Bilder um die Welt gingen, wurde vielen sehr unbehaglich. Obwohl diese Tiere ohnehin zur Tötung und Nutzung vorgesehen waren, wie gesagt, Pelzfarmtiere, regte sich bei vielen Mitleid und eben das Gefühl, dass mit dem Umgang mit diesen Tieren irgendwas nicht stimmt. Sie kamen plötzlich, nämlich mit ihrem gewaltsamen Tod, sie wurden mehrheitlich gekeult und vergast, als Mitlebewesen, nicht mehr als Dinge, nicht mehr als Nutztier zur Erscheinung. Aber nach einer ziemlich großen Welle der Empörung wurde zur alten Normalität zurückgekehrt. Dänemark hat seine Nerzfarmen 2023 wieder in Betrieb genommen. Es muss also eine Kultivierung der Gefühle geben, damit sie langfristig Auswirkungen haben können. Und ich möchte kurz die Diskussion von der Rolle von Umweltemotionen etwas genauer noch darstellen. Also die mentalen und emotionalen Auswirkungen von Umweltproblemen hat in letzter Zeit in der Psychologie, aber langsam auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften immer mehr an Aufmerksamkeit gewonnen, was nicht verwundert, weil sozusagen das immer deutlicher sozusagen ein Phänomen wird. Also sogenannte Öko-Emotionen werden als eine der gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels diskutiert. Also der Schwerpunkt liegt da auf negativen Erscheinungsformen wie Eco-Anxiety, Umweltmelancholie oder Klimadepression. Und diese Reaktionen sind eben quasi normale Reaktionen auf eben die Umweltveränderung und die damit verbundenen Bedrohung, eine verständliche Reaktion, wenn man sich das Ausmaß der Bedrohung anschaut. Aber sie haben eben auch negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Also die Symptome der Klimaangst umfassen milde Symptome wie Schlaflosigkeit, Unruhe oder Traurigkeit, können aber auch Depression, Substanzmissbrauch oder Selbstverletzung beinhalten. Also Ökoemotionen sind einerseits mit schädlichen und auch lähmenden Wirkungen verbunden. Ein Weg zu finden, mit Gefühlen der Überforderung und Machtlosigkeit umzugehen, ist also eine Frage des psychischen Wohlbefindens oder sogar der psychischen Gesundheit. Mit negativ konnotierten Gefühlen umzugehen, bedeutet aber allerdings nicht, sie einfach zu vermeiden oder zu ignorieren, weil Gleichgültigkeit irgendwie eine gesündere Option zu sein scheint. Und damit sind Ökoemotionen eben auch Ressourcen. Das wird vermehrt diskutiert, weil sie können auch zum Handeln motivieren. Die Konfrontation mit Scham, Schuld oder Angst ist realitätserschließend und deckt auf, was uns wertvoll ist und wem wir uns verbunden fühlen. Sie sind also ein Schlüssel dazu, sich überhaupt der ökologischen Realität zu stellen und kann schließlich zu besserem Handeln führen. Was wir also brauchen, das ist die These, ist ökologische Trauerarbeit, unter anderem als ein Element. Ökologische Trauer kann definiert werden als the grief felt in relation to experienced or anticipated losses, including the losses of species, ecosystems and meaningful landscapes. Und die Anlässe, die möglichen Anlässe für ökologische Trauer steigen natürlich mit dem Bewusstsein dafür, dass wir in einem Zeitalter des Massenaussterbens und drastischer Umweltveränderungen leben. Aber uns fehlen die Standardprotokolle und Prozeduren dafür. Als Eddie Leopold, einer der Vorreiter der amerikanischen Umweltbewegung, 1947 am Denkmal für die Wandertaube eine Rede hielt, bemerkte er, for one species to mourn the death of another is a new thing under the sun. Die Wandertaube war einst eine der zahlreichsten Vogelarten der Welt und starb innerhalb von nur einem Jahrhundert aus, hauptsächlich aufgrund
intensiver Bejagung. Es wurde ein Denkmal errichtet, um an sie zu erinnern. Und Leopold weist darauf hin, dass Trauerpraktiken für den Verlust von Tieren, Pflanzen oder anderen Nichtmenschen eben nicht zum kulturellen Repertoire, zumindest nicht zum westlichen kulturellen Repertoire gehören. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen hängt das zusammen mit dem grundlegenden Problem der Betrauerbarkeit, also einem grundsätzlichen Mangel an der Fähigkeit, um bestimmte Wesen zu trauern. Und hier wird eben der moralische Anthropozentrismus wieder relevant. Betrauert werden gemeinhin Menschen. Alles darüber hinaus wird eher außerhalb des Horizonts der Betrauerbarkeit verortet. Ganz so einfach ist es dann nicht mit Menschen, Nichtmenschen, denn zweifellos sind ja manche Tiere betrauerbar. Also denken Sie an die Familienkatze, wenn die stirbt, dann ist es erlaubt und eigentlich sogar auch sozial erwartet, dass sie trauern. Also der Tod eines Tieres kann eine starke emotionale, auch öffentliche Reaktion hervorrufen, selbst ohne persönliche Bindung. Und umgekehrt gibt es unzählige Fälle, in denen andere Menschen aus unserem Empathieradius fallen. Also nicht jedes Leben hat für uns die gleiche Bedeutung. Und das ist nicht nur eine Frage der Aufmerksamkeitsökonomie. Das hat ganz wunderbar Judith Butler herausgearbeitet und hat auf die massive Selektivität von Trauer hingewiesen. Some lives are grievable and others are not. The differential allocation of grievability that decides what kind of subject is and must be grieved and which kind of subject must not operates to produce and maintain certain exclusionary conceptions of who is normatively human. What counts as livable and grievable death? Also hier geht es vornehmlich um die Menschen, das wird ja klar. Aber ich glaube, sagen, dieses Instrument einer kritischen Reflexion darüber, wer oder was betrauert wird und unter welchen Bedingungen diese Trauer stattfinden kann, offenbart die normative Ordnung einer Gesellschaft und vor allem ihre blinden Flecken und ihre Defizite. Wenn andere als betrauerbar entdeckt werden, stellen wir fest, dass wir mit ihnen verbunden sind. Es ist die Anerkennung einer gemeinsamen Verletzlichkeit und das erweitert unsere moralische Sensibilität. Oder möglicherweise, bei den Nerzen hat es ja so halb funktioniert. Und damit vielleicht wird auch Einblick gegeben in die Verantwortung, die wir für andere haben. Wir werden also irgendwie zur Anerkennung einer Gemeinschaft gedrängt, einer Gemeinschaft der Verletzlichen und Sterblichen. Trauer hat also die Fähigkeit, ein Wir zu erschaffen. Ein Teil des Problems der Betrauerbarkeit macht sicherlich auch das bereits erwähnte Problem der Entfremdung aus. Auch darauf hat Eldo Leopold schon hingewiesen. We grieve only for what we know. The erasure of silphium from the Western Dane County, das ist diese Pflanze, is no cause for grief if one knows it only as a name in a botany book. Also Leopold meint nicht nur kognitives Wissen, also das wäre ja sozusagen das angelesene Wissen, sondern ein aktives Kennenlernen, durch das eine Pflanze, zum Beispiel diese Schlüsselblume, ihre Persönlichkeit offenbaren kann. Das heißt, wir müssen mit ihr in Kontakt treten, uns praktisch auf sie einlassen, Erfahrungen mit ihr machen und quasi eine Beziehung aufbauen. Also er beschreibt das mit Einpflanzen oder wenn man versucht, eine Pflanze auszubuddeln, die aber sehr hartnäckig mit ihren Wurzeln im Boden steckt. Allerdings neigen wir dazu, das, was außerhalb unserer praktischen Interessen liegt, ja, zu ignorieren und ihm auch keinen Wert beizumessen. Und das Tragische daran ist, dass diese Effekte der Entfremdung sich verstärken in einer Art negativen Rückkopplungsschleife, und dann zu immer sinkender Verantwortungsübernahme führen. Also je mehr wir die Beziehung verlieren, je weniger spüren wir den Verlust und je weniger setzen wir uns dann gegen den Verlust ein. Eine Lehre daraus ist oder wäre, dass wir uns, dass Naturbeziehungen ermöglicht werden müssen und wir uns offen für Verletzlichkeit zeigen sollten. Also es ist eine erste Voraussetzung, sich überhaupt betroffen fühlen zu können. Also wir müssen Trauer aktiv zulassen, was bedeutet, über unsere eigene Verletzlichkeit und Abhängigkeit nachzudenken. Mit diesem Problem der Betrauerbarkeit korrespondiert das Problem, dass eben unsere etablierten kulturellen Praktiken und Rituale sich vornehmlich auch wieder auf Menschen beziehen. Und das, obwohl unsere affektiven Bindungen ja, wie wir gesehen haben, sehr wohl über das Menschliche hinausgehen können. Nancy Manning hält fest, we love and are attached to people, places, things and ideas. And yet our most richly developed and culturally embedded mourning practices are those developed to mourn human deaths.
The paucity of our rituals and practices to mourn ecological losses is troubling. Also wenn es darum geht, umfassendere Praktiken des Trauerns zu finden, die unsere Gefühle der Verbundenheit, des Verlusts, unsere Fähigkeit zu trauern aktiv kultivieren, können wir zumindest auf bereits bestehende Rituale, meist religiöse Rituale und spirituelle Praktiken, zurückgreifen, im Sinne von, sie können als Analogien und Imaginationshilfen dienen. Zentral ist dabei die öffentliche Dimension, die durch kollektive Trauerpraktiken hergestellt wird und die in zweifacher Hinsicht auch zur Normalisierung ökologischer Trauer beiträgt. Also, wenn marginalisierte Formen von Trauer öffentliche Aufmerksamkeit bekommen, steigt auch ihre gesellschaftliche Akzeptanz und Legitimität. Also es wird sozusagen etwas betrauerbar gemacht, indem öffentlich getrauert wird, was wiederum dabei unterstützt, diese Trauer wirksamer zu bearbeiten. Und umgekehrt erweitern Praktiken öffentlichen Trauern die Grenzen der Betrauerbarkeit, indem sie überhaupt ermöglichen, Trauer über bestimmte Verluste zu empfinden. Also hier sieht man wieder, dass Trauer etwas ist, was kultivierbar, aber eben auch kultivierungsbedürftig ist. Es ist nicht einfach da. Ein Beispiel für diese Form kollektiver Trauerarbeit sind die öffentlichen Performances der Bewegung Extinction Rebellion, die Sie hier sehen können. Die sind zum Beispiel sehr häufig als Begräbniszeremonien inszeniert und nehmen eben auch diesen Symbolismus auf, also Särge, Grabsteine, weiße Blumen, diese Schweigemärsche. Und Teil dieser oft sehr aufwendig gestalteten Inszenierung ist ganz oft diese Red Rebel Brigade, wie sie sich nennen. Das ist eine 2019 gegründete internationale aktivistische Performancegruppe und sie tritt ganz explizit auf als physische Manifestation der Klimatrauer. Das ist, wie Sie es selber verstehen. Im Vordergrund scheint hier allerdings bei diesen Performances eher die politische Bewusstseinsbildung zu stehen. Also diese Beerdigung verstehe ich zumindest eher als affektive Ansprache derer, die zuschauen oder derer, die das dann in den Medien sehen. Und es ist weniger eine disruptive Demonstration gegen den Ist-Zustand. Also es soll eine politische Reaktion erzielen. Wenn zum Beispiel die Weltklimakonferenz, wie hier in Glasgow 2021, oder die Natur oder unsere Zukunft symbolisch zu Grabe getragen werden, dann geht es weniger um die Verarbeitung tatsächlicher Verlusterfahrung, also die Verarbeitung eigener Trauer, als eben um umfassendere, abstraktere Ängste und die Thematisierung von Bedrohung. Also es geht darum, bestimmte Dinge auf die Agenda der Öffentlichkeit zu bringen. Ein bisschen anderes gelagertes Beispiel, was Sie wahrscheinlich auch schon mal mitbekommen haben, für so eine Adaption von Trauerritualen, ist die Begehung von Gletscherbegräbnissen. Und diese zielen auch, ähnlich wie die Performances von Extinction Rebellion, auch auf ökologische Bewusstseinsbildung. Also auch die sind sehr öffentlich medial inszeniert. Aber ich glaube, sie machen zugleich ein Angebot, mit konkreten Verlusterfahrungen umzugehen und im engeren Sinne ökologische Trauerarbeit zu leisten. Im August 2019 fand die erste Trauerfeier für einen Gletscher statt. Wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, Okjökull auf Island war vollständig verschwunden. 5 Jahre zuvor war er so weit abgeschmolzen, dass er offiziell schon seinen Status als Gletscher verloren hatte. Über das Begräbnis wurde weltweit berichtet und es versammelten sich um die 100 Menschen aus den Bereichen Umweltaktivismus, Wissenschaft, Politik, aber auch Landwirtschaft und Journalismus. Es wurde eine Gedenkplakette angebracht. Ihr Text wurde verfasst vom isländischen Schriftsteller Andreas Nær Magnason und ist überschrieben mit A Letter to the Future. Und hier wird explizit auf die Verantwortung für die zukünftigen Entwicklungen abgehoben. Ok is the first Icelandic glacier to lose its status as a glacier. In the next 200 years, all our glaciers are expected to follow the same path. This monument is to acknowledge that we know what is happening and what needs to be done. Only you know if we did. Die Idee des Gletscherbegräbnisses fand rasch Nachahmung auf mehreren Kontinenten, unter anderem bereits im September 2019 in der Schweiz. Dort wurde der Pisol-Gletscher für tot erklärt von Klimaaktivistinnen.
eine Trauer abgehalten, nachdem auch er so weit abgetaut war, dass er aus wissenschaftlicher Sicht eben kein Gletscher mehr war. Und was jetzt bemerkenswert ist, ist, dass Gletscher ja wirklich sozusagen am weitesten entfernt sind von dem, was man als Person bezeichnen könnte, dass sie ja genau sozusagen ihr Verschwinden genau eines dieser Ereignisse ist, was eigentlich so langsam und unmerklich passiert, also Stichwort Landschaftsvergesslichkeit. Und trotzdem wird sein Verlust wie der Verlust eines menschlichen Lebens behandelt. Und, das ist sozusagen ein Zitat von einem, der teilgenommen hat, sich anfühlt wie der Tod eines Freundes. Also sozusagen, es wird ein echter Schmerz über den Verlust dieses Gletschers empfunden. Diese Begräbnisse sind also Rituale, die den tiefen Verlust, der stattgefunden hat, markieren und damit die Aufmerksamkeit der Gemeinschaft darauf lenken, also auf diese kulturelle Bedeutung, auf das, was da wirklich verloren geht mit dem Gletscher. Und damit ist ihre primäre Funktion solcher Trauerarbeit, dass der Verlust eben nicht vollständig überwunden wird. Also es ist nicht die Funktion, dass der Schmerz verschwindet. Ein zentrales Element der Kultivierung ökologischer Trauer ist, dass sie nicht sozusagen das alles zudeckt, sondern zumindest potenziell aktivierend wirkt und widerständig wird. Und damit haben sie eben auch eine politische Dimension, die mit klassischer Trauerarbeit überhaupt gar nicht berührt ist. Also Trauer kann widerständiges Potenzial entfalten. Und hier steht dann die Annahme von Butler im Hintergrund, die gestern auch bereits erwähnt wurde, nämlich dass es einen Weg gibt von Trauer zu Empathie, zu Solidarität und schließlich zu Widerstand zu gelangen. Aber damit Trauer ihr widerständiges Potenzial entfalten kann, muss eben auch ein zukunftsgerichtetes, ein prospektives Element hinzutreten, nämlich die Antizipation zukünftiger Verluste. Also es geht nicht nur um das Klagen um die Opfer der Vergangenheit und um das Gedenken, weil dann käme die Solidarität ja immer zu spät. Das wäre sozusagen immer erst nachträglich. Burkhard Liebsch hat auf diese proaktive Dimension von Trauer hingewiesen. How could it be possible not to grieve in view of the fact that the future will continue to claim victims? Should we not be willing and prepared to engage in proactive grief that does not merely lag behind what has already happened, but rather anticipates what threatens others, strangers, in the future? Und gerade aber für diese zukunftsorientierte Trauerarbeit fehlen nun wieder Vorbilder und Modelle. Vielfach orientieren sich Strategien des Umgangs mit ökologischer Trauer an bestehenden Theorien über Verlust und Tod. Also tatsächlich ganz prominent natürlich das Modell von Elisabeth Kübler-Ross. Sie hat ja sich beschäftigt mit dem Umgang Sterbender mit dem Tod und das ist eine ganz prominente Blaupause auch für ökologische Trauer. Aber dieses Fünf-Phasen-Modell von Kübler-Ross, also das ist ja Leugnung, Zorn, Verhandeln, Verzweiflung und der letzte Schritt ist Akzeptanz. Und für ökologische Trauerarbeit kommt es sozusagen nicht in Frage, dass das dieser letzte Schritt bleibt, weil sie ja auf Transformation zielen möchte. Also sie setzt voraus, dass es noch etwas gibt, für das es zu kämpfen gilt. Und deswegen darf diese Trauer nicht rückstandslos aufgelöst werden, sondern muss in Wut über ihre Ursachen transformiert werden. Wut, und dazu gibt es tatsächlich schon Studien, ist tatsächlich besser für die mentale Gesundheit, also werden sie wütend, statt traurig zu sein, und kann ein starker Katalysator für gemeinschaftliches Engagement sein. Es ist also ein Merkmal produktiver ökologischer Trauerarbeit, dass es so gesehen bei einer gewissen Unversöhntheit bleibt. Also erfordert es die Anerkennung der Verluste und der Schäden, die ja auch oft irreversibel sind, manche Sachen sind nicht wieder gut zu machen, und das wird nicht einfach hingenommen, das darf nicht hingenommen werden. Also es wird mit einer Empörung verknüpft und zugleich wird dann auf die kausalen Zusammenhänge verwiesen. Also was sind denn die Ursachen für diese Verluste? Damit Trauerarbeit also nicht zum Sedativ wird, braucht sie nicht nur den Blick auf das bereits Verlorene, sondern eben diesen Ausgriff auf die Zukunft und damit die potenziellen und hoffentlich noch zu verhindernden Verluste. Ökotherapeutische Praktiken, also es gibt sehr viel auch an Kunsttherapie und so weiter angelehnte Praktiken, zielen zwar auch auf einen mentalen Zustand, der eben nicht langfristig schädlich oder pathologisch ist,
Aber bereits in den 80ern gibt es Pionierarbeiten, unter anderem von Joanna Macy, die die ermächtigende Dimension ökologischer Trauerarbeit betonen. Also der gelingende Umgang besteht eben nicht in einer schlichten Heilung, die sozusagen einen vorherigen Zustand wiederherstellt, sondern es geht darum, Resilienz aufzubauen. Das ist ganz wichtig. Dabei geht es zunächst darum, überhaupt Zugang zu den eigenen Emotionen zu finden, dann auf diese zu reflektieren, sich also zu ihnen verhalten zu können, statt ihnen nur ausgeliefert zu sein. Und am Ende dieses Prozesses steht ein neues Selbst- und Weltverhältnis, das eine aktive Haltung ermöglicht. Exemplarisch für solch eine Trauerarbeit kann das 10-Punkte-Programm des Good Grief Network stehen. Das ist eine in den USA angesiedelte Non-Profit-Organisation, die Menschen zusammenbringt und darin unterstützt, Trauer und auch andere schwere Emotionen, die durch ökologische Situationen entstehen, zu verarbeiten. Zu Beginn steht die notwendige Einsicht in den Ernst der Lage. Also an diesem ersten Schock kommt man nicht vorbei. Weitere zu durchlaufende Stufen sind dann Anerkennung, das Aushalten von Unsicherheit, von Sterblichkeit als Grundbedingung menschlichen Lebens. Also eine Reflexion auf die eigenen Gefühle und auch die eigenen Möglichkeiten und Begrenztheiten ist wesentlich. Und auf die Auslöser. Das Programm ist dabei explizit als Kollektives angelegt und eins, was immer wieder durchlaufen wird, also iterativ funktioniert, nicht abschließend, nicht man durchläuft es und ist dann fertig mit der ganzen Sache. Und dieser Gemeinschaftsaspekt ist ganz wichtig. Sie schreiben, we suggest working through the steps in community. Move through your difficult emotions and past trauma. Challenge the social constructions pushed upon you and wholeheartedly reconnect with life. When you complete the steps, run through them again with the new insight you possess and then keep them as tools for your toolbox. Help awaken others and encourage them, was es heißen, to reconnect and envision new ways of existing. Also hervorgehoben wird Trauerarbeit als gemeinschaftliches, kollektives Projekt. Also dort finden regelmäßige Treffen, einmal in der Woche über 10 Wochen statt. Da wird eine Gemeinschaft erschaffen, in der Mitglieder ihre Erfahrungen teilen und sich gegenseitig darin unterstützen, ihre Gefühle wahrzunehmen, anzuerkennen, auszudrücken und eine Haltung zu entwickeln und auch zur eigenen Vulnerabilität. Und ganz am Ende geht es eben auch, und das ist wichtig, darum, bedeutungsvolle Handlungsoptionen für die Zukunft entwickeln. Also handlungsfähig zu sein, wirkt sich, auch dazu gibt es Studien, sich positiv auf das mentale Wohlbefinden aus, genauso wie das Finden sozialer und emotionaler Unterstützung. Gemeinsames Handeln ist also eine wirksame und auch adäquate Bewältigungsstrategie. Der Austausch und die gemeinsame Trauerarbeit mit anderen Betroffenen sind also zentral für die individuelle Verarbeitung. Die Fähigkeit von Trauer, über die geteilte Trauer eine Verbindung herzustellen, wirkt dabei auch dem Gefühl der Einsamkeit, die ja auch sozusagen ganz stark mit Trauer verbunden ist, dieses Gefühl, ich bin allein, entgegen. Zum Schluss möchte ich noch auf eine letzte Hürde hinweisen. Neben der begrenzten Reichweite der Fähigkeit zu betrauern, die eben auch durch den Mangel an Standardprotokollen und etablierten Ritualen gestützt wird, spielt eben auch die eigene Verstricktheit in die schädlichen ökologischen Zusammenhänge hier wieder eine Rolle als Hindernis für einen gelingenden Umgang. Die Verbindung zu anderen und anderem, die uns durch Gefühle des Verlusts offenbart wird, ist ja keine neutrale Beziehung, sondern sie ist eine der Mitverursachungen und sei es nur im Sinne des Hinnehmens, eine Art Komplizenschaft und eben Verstricktheit. Und wenn wir jetzt dieser Beziehung plötzlich gewahr werden, beziehungsweise, naja, des Versagens an dieser Beziehung, ist das unangenehm. Da kommen Folgeemotionen wie Scham und Schuldgefühle auf, die wir auf uns selber beziehen müssen. Roger Gottlieb hat es festgehalten, the loss of a species can be felt as our loss. The shame and guilt for what people everywhere are doing is felt as a depressive fact about ourselves. Ökologische Trauer bezieht sich daher nicht nur auf die externen Verluste selbst, sondern auch auf die eigene Beteiligung daran. Es ist sozusagen nochmal ein Metagefühl darin. Und dadurch unterscheidet sich ja auch ganz entscheidend von der Trauer etwa um einen geliebten Menschen, wo wir in der Regel nicht mitschuldig sind. Die Trauer verkompliziert sich also dadurch,
dass sich Gefühle des Verlusts mit solchen von Schuld und Scham vermischen. Und das führt dann dazu, wie Nancy Manning wieder festhält, we must mourn not only what we have lost, but also what we have destroyed. The losses must be both mourned and repented, betrauert und bereut. Durch diese Vermengung erhöht sich also wiederum die Hürde, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Und damit bleibt die gelingende, aktivierende und transformative ökologische Trauerarbeit eine der größten Herausforderungen, die sich uns im Anthropozän stellen. Vielen Dank.